Zum zweiten Pro-Tag des 16. Curry-Clubs Augsburg begrüßen wir Ingo Bechschmidt, unseren residenten Kategorienexperten, mit dem Vortrag Was sind und was sollen die Typen? Antwort könnte natürlich jetzt sein, nichts. Aber ich gehe mal davon aus, dass Ingo sicherlich irgendeine witzige kategorielle Erklärung dafür hat, was das Typen das beste seit geschnitten Brot sind. Also die habe ich ja. Vielen Dank für die Antwort. Nummer 1, es gibt wieder eine Rätselfrage. Wer erkennen kann, was das Hintergrundbild mit dem Vortrag zu tun hat, kriegt von mir wieder einen Daumen hoch. Ui! Du hast mir keinen Daumen hoch gegeben. Okay, tut mir sehr leid. Jetzt hast du hier nachträglich wieder kaputt. Nummer 2, wer weiß denn, an welchem Vortrag der Titel eine Anspielung ist? Makarios hat das gesagt. Ja, aber woher kommt diese Redewendung? Was sind und was sollen? Und was sollen die zahlen? Richtig. Richard Edekind hat nämlich 1893 einen Vortrag gehalten. Wenn er Latisch Prima schon gehabt hätte, hätte das so ausgesehen. und da hat er halt über die Fundierung der Zahlentheorie gesprochen. Und wir sprechen halt jetzt über die Fundierung der Typtheorie. Sein Vortrag damals hat natürlich, oder sein Artikel hat natürlich wirklich Geschichte geschrieben, und mein Vortrag ist einfach nur ein Übersichtsvortrag. Da ist vielleicht ein bisschen gewagt, die Titel zu verlieren. Wir haben 4 kurze Abschnitte. Einmal ein bisschen was zur Vorgeschichte, dann wie Mengenlehre aussieht. Das ist eigentlich nicht das, worüber wir sprechen wollen, aber wir müssen darüber sprechen, um den Kontrast richtig wertschätzen zu können. Dann extensionale Typtheorie, das ist normale Typtheorie. Und dann intentionale Typtheorie, das ist humotype Typtheorie. Und vielleicht fangen wir damit an, dass wir kurz klären, was überhaupt Grundlagen sind, weil das schon eine recht abstrakte Sache ist. Also Grundlagen, wie zum Beispiel Mengenlehre oder Typtheorie, und von beiden gibt es 20.000 Varianten, die liefern den logischen Rahmen, um Mathematik betreiben zu können, um ganz genau sagen zu können, worüber man eigentlich spricht, wenn man die ganze Zeit Mathematik macht. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Details selbst von den verschiedenen Grundlagensystemen für die allermeisten Mathematikerinnen auf der Welt keine Rolle spielen. Ja? Die machen einfach inhaltlich das, was sie halt an Mathe interessiert. Die machen Zahlentheorie, die machen algebraische Topologie, die machen Kategorientheorie, was auch immer. Und da sind die Details der Grundlagen meistens gar nicht wichtig. Die Details sind schon interessant, aber von einem anderen Standpunkt her. Die Details sind interessant für Logiker, für Leute, die sich mit der Grundlage der Mathematik beschäftigen. Aber für einen Zahlentheoretiker oder für einen Geometer sind die Details nicht interessant. Das ist auch nichts Schlimmes, ja? Man kann sich ja verschiedene Sachen spezialisieren. Dann könnte man denken, warum man überhaupt über Grundlagen spricht, aber eine Sache ist halt schon wichtig, nämlich die wesentlichen Konzepte, die es in den Grundlagen gibt, die können schon ganz, ganz deutlich das Denken beeinflussen. Und insbesondere bei intentionaler Typtheorie, also zum Beispiel Homotopie-Typtheorie, es gibt da nochmal ein paar ganz neue Ideen, und die verändern das Denken wirklich nachhaltig auf eine ganz, ganz schöne Art und Weise. Bei dem gesamten Thema muss man sich aber im Hinterkopf behalten, dass Brücken, die gebaut wurden, nicht einstürzen werden, nur wenn jemand einen Fehler in den Grundlagen der Mathematik findet. Ja? Also wenn man so statische Berechnungen macht oder sowas, ja? Die sind immer polymorph in der Grundlagen und in der Grundlegung. Und sollte eine Grundlegung irgendwann kaputt gehen, sollte man da einen Widerspruch finden. Ja? Dann könnte man einfach eine andere Grundlegung nehmen und dann darin halt wieder die Standardanalysis aufziehen, vielleicht mit minimaler Änderung, aber wenn vorher Brücken gehalten haben, laut der statischen Berechnung, finden sie es hinterher auch. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen eine akademische Übung, aber eine akademische Übung, wo wirklich irgendwie schon Inhalt dahinter steht. Wo kann man alles nachlesen, was ich hier erzählen werde? Das kann man nachlesen in einem ganz, ganz, ganz tollen Graphic Novel, Logik Comics. Ich kann den wirklich nicht genug loben. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, was da drin passiert. Also er zum Beispiel sucht hier das Haus von Professor Frege, Frege berühmter Logiker, und er fragt hier, hallo, Entschuldigung, ist das das Haus von Professor Frege? Dann antwortet er, nein, das ist der Garten, das Haus steht dort drüben. Sowas gibt es, ich finde das wahnsinnig witzig. Es gibt auch andere Situationen, wo zum Beispiel, man sieht zum Beispiel die Comiczeichner selbst, das Ganze ist selbstbezüglich, man sieht die Comiczeichner, wie sie darüber diskutieren, wie sie den Comic jetzt wohl zeichnen sollten. Man sieht auch, wie eine Geschichte anfängt, aber dann mitten unterbrochen wird, weil ein anderer Comiczeichner reinruft und sagt, dass man das so nicht machen kann, man soll es anders aufziehen. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, liest sich super flink, 300 Seiten, 3 Stunden Spaß. Ich empfehle es wirklich jedem, das zu kaufen. Ach, kaufen? Es lohnt sich, es ist wirklich, wirklich schön. Boah, dann ist es eine harte Empfehlung. Können wir eins fürs Open Lab ankaufen?
wenn es da nicht schon steht, einfach. Bibliotheken sind Klauen an Bücherschreiber. Was soll das Ganze so ein bisschen? Wozu braucht man komplizierte Grundlegungen der Mathematik? Es hat verschiedene Gründe, aber ein Grund ist der. Cantor hat was ganz, ganz Tolles geschaffen, um ca. 1900 herum. Cantor hat Cantors Paradies geschaffen. Das ist, wie sagt man, naive Mengenlehre. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache in der Mathematik. Ganz, ganz viele Sachen können wir nur deswegen machen, weil wir Mengenlehre haben. Naive Mengenlehre hat aber auch Probleme, deswegen gibt es dann eben gescheite Mengenlehre, auch formalisierte Mengenlehre. Aber allein schon die Konzeption von naiver Mengenlehre war ganz, ganz, ganz bedeutsam. Und David Hilbert, der zweitgrößte Mathematiker aller Zeiten, ist ganz bekannt geworden, oder ist bekannt dafür, dass er diesen Spruch mal gesagt hat. Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können. Ja? Insbesondere also Leute nicht, die sagen, die feststellen, dass in naiver Mengenlehre irgendwelche Widersprüche drin sind. Das ist schon korrekt, aber das heißt jetzt aus Sicht von Cantor nicht, dass man daher Mengenlehre sein lassen soll, sondern dass man sich einfach Mühe geben soll, eine gescheite Fundierung zu finden. So, ich habe ein Beispiel dabei, um euch ein bisschen zu zeigen, wie schön dieses Paradies von Cantor wirklich ist. Das ist jetzt sehr schwer, weil wenn man wirklich Mathematik praktiziert, dann merkt man das einfach so, man muss es nicht erklären. Und wenn man jetzt nicht so geübt da drin ist, was eine fortgeschrittene Mathematik ist, dann wird ein Beispiel jetzt auch nicht so überzeugend sein. Aber ich will es euch trotzdem mal kurz zeigen. So, und zwar habe ich hier ein tolles Vektor-Grafikzeichenprogramm gestartet. Das gab es schon lange vor meiner Geburt, genau. X-Wig heißt das. Und da will ich einfach mal kurz ein paar Pünktchen zeichnen. Wer hat das geschrieben? Das steht, glaube ich, sogar dran beim Starten. Die sind wahrscheinlich alle schon tot. Copyright 1985. Das ist noch nicht so lange her. Okay. Genau, als dieser Grund, warum man das damals verwendet hat, ist, man kann LaTeX-Source in die Ebene bewerten. Zum Beispiel, ja. Das ist der Hauptgrund. Also ich kann hier ein paar Punkte in die Ebene zeichnen. Ich will einfach gleich große mathematische Pünktchen machen, ja? Also für diese Male. Pünktchen ist gleich in der Küche. So, und jetzt kann man sich fragen, was ist die konvexe Hülle von diesen Punkten? Dazu sollte ich nochmal kurz erklären, was konvex überhaupt heißt. Ja? Schaut mal diese Form an. Die ist konvex. Dagegen folgende Form. Dagegen folgende Form. Die ist nicht konvex. Ja? Konvex bedeutet, dass es nicht so wieder so komische Sachen zurückgeht. Ja? Konvex heißt, immer wenn man zwei Punkte hat, dann liegt die gesamte Verbindungslinie zwischen den beiden Punkten auch drin. Und das ist hier halt überall der Fall. Bei den beiden Punkten liegt die Verbindungsstrecke komplett drin. Hier, überall, da ist ein bisschen zackig, ja, aber ich wollte das rund zeichnen. Und hier ist es halt definitiv verletzt. Ja? Von hier nach dort, da gibt es beide Punkte liegen in der Figur drin, aber die Verbindungsstrecke liegt nicht komplett drin, weil das gehört nicht mehr zur Figur. Ja? Also das ist konvex. Und jetzt gibt es die konvexe Hülle. Ich zeichne die euch mal ein. Die konvexe Hülle kommt einfach, wenn man hier in diesem tollen Programm das Polygonwerkzeug halt mal verwendet. So, und du kannst noch ausfüllen. So, das ist Container-Wishes. Ja, das ist wirklich klasse. Das, was wir jetzt hier gemacht haben, das heißt die konvexe Hülle von diesen fünf Punkten. Ja. Und also es ist einfach eine Definition. Und die Frage ist jetzt, wie können wir mathematisch präzise definieren, was wir unter der konvexen Hülle verstehen? Ich habe die jetzt einfach eingezeichnet. Und anschaulich ist es halt einfach quasi alles, was dazwischen ist, zwischen diesen Punkten. Aber das ist ja noch keine mathematische Formel oder so. Ja. Also wie macht man das mathematisch? Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man überlegt sich recht kompliziert, was wirklich die Formel ist für die Koordinaten von allen Punkten hier dazwischen. Das kann man machen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man das halt wirklich machen kann. Und ihr könnt euch auch vorstellen, dass die Formel, die da rauskommen, nicht so einfach sind. Mit Mengenlehre aber kann man auch durch einen Trick so ein bisschen das Ganze umgehen und das trotzdem formal definieren, ohne dass man jemals wirklich mal mit Koordinaten hantieren muss. Die Idee ist die, wir überlegen nur mal kurz testweise, zeichne mal noch ein paar andere Figuren ein. Zum Beispiel folgende Figur. Hier, die ist auch konvex und sie umfasst diese gegebenen fünf Punkte. Ja? Diese Figur, wenn das Innere noch dazugehören würde, die ist auch konvex und sie umfasst diese fünf Punkte. Ich
gerade auch eine andere Menge mal. So. Das soll immer konvex sein, ja? So. So, das ist auch dieser Schnörkel, da ist besonders vorteilhaft, ja? Aber das soll auch eine konvexe Menge sein. Und diese konvexe Menge umfasst ebenfalls diese fünf Punkte. Ja? Und wir könnten diese beiden konvexen Mengen, die ich jetzt schon eingezeichnet habe, schneiden. Ja? Nur die Punkte nehmen, die in beiden Punkten sind. Und dann käme halt folgende konvexe Menge raus. Hier so, und jetzt nicht nach unten, sondern nach links weiter. Und jetzt hier wieder hoch. Und ihr seht, der Schnitt von diesen beiden konvexen Mengen, das ist schon mal eine bessere Annäherung an die konvexe Hülle, an die rot eingezeichnete wirkliche konvexe Hülle. Aber es ist immer noch nicht perfekt, ne? Man müsste eigentlich noch näher rangehen. Also hier irgendwie so, ne? Und noch näher, irgendwie so könnte man sich der echten konvexen Hülle schrittweise nähern. Und das Witzige, was man jetzt in der Mengenlehre machen kann, ist, man kann einfach Folgendes machen. Man schreibt mathematisch folgenden Ausdruck hin. Schneide alle konvexen Mengen, welche die gegebenen fünf Punkte umfassen. Schneide alle konvexen Mengen, welche die gegebenen fünf Punkte umfassen. Das ist eine mathematisch saubere Definition. Ja? Und das Ergebnis wird sein, die konvexe Hülle, die rote eingezeichnete konvexe Hülle. Weil wenn wir wirklich alle konvexen Mengen schneiden, die diese fünf Punkte umfassen, nicht nur die paar, die ich hingemalt habe, sondern alle, die es gibt, dann kommt halt die kleinste raus und das ist genau die rote Menge hier. Ja. Aber damit dann die Definition einleuchtet, muss ich doch am wenigsten noch beweisen, dass der Schnitt von beliebig vielen konvexen Mengen immer wieder konvexe... Richtig, genau, das muss man noch beweisen. Und das ist aber ganz leicht zu beweisen, wenn man überhaupt erstmal hingeschrieben hat, was konvex ist. Also wenn man überhaupt eine Definition von der konvex hat. Ja. Ne? Genau, ist dann super easy. Kann man wirklich erstes Semester und zweite Woche. Okay, und das ist so ein bisschen ein Trick, ja? Weil man musste jetzt nirgendwo wirklich mit Koordinaten hantieren und irgendwie mit Wegstrecken dazwischen und man hat das irgendwie geschenkt bekommen. Das ist eine Sache, die man in Mengenlehre macht. Und nur ein Argument dafür, warum es cool ist, sehr flexibel mit Mengen umgehen zu können. Man sollte noch dazu sagen, dass man da schon ein bisschen auch verwirrt sein kann von dieser Beschreibung. Denn überlegt mal, wir wollen die rote Menge definieren, ja? Und meine Definition der roten Menge war jetzt, die rote Menge ist der Schnitt über alle konvexen Mengen, welche die gegebenen fünf Punkte umfassen. Dann kommt doch in diesem Riesenschnitt, wo wir immer weitere konvexe Mengen schneiden, kommt doch die rote Menge auch vor. Die rote Menge ist auch eine der vielen konvexen Mengen, welche die fünf Punkte umfassen. Das heißt, das sieht so ein bisschen zirkulär aus. Das Fachwort hier in diesem Kontext ist imprädikativ. Wir haben etwas definiert, nämlich die rote Fläche. Und während dieser Definition haben wir schon irgendwie Bezug genommen auf viele andere Objekte. Aber unter anderem eines der Objekte, auf das wir Bezug genommen haben, war die rote Fläche, die wir gerade definieren wollen. Dank Mengenlehre aber hier ist das überhaupt nicht im schlechten Sinne zirkulär. Das ist eine wunderbar akzeptable Definition in Mengenlehre. Und ich wollte das nur betonen, ja, dass das ein bisschen komisch ist, aber mit Mengenlehre kommt man dann im Prädikativ. Ihr wisst ja, dass ich kein von konstruktiver Mathematik bin. Es gibt auch sowas wie ultrafinitistische Mathematik, das ist noch krasser. Die lehnen ab, dass die Menge der natürlichen Zahlen eine Menge ist. Und es gibt eine andere Spielart, wenn man es quasi radikalisiert, sind auch die Prädikativisten. Die lehnen solche Definitionen in diesem Sinne ab. Da kann man dann nicht mehr. Da fällt halt wieder mehr weg, was man nicht machen kann. Also komische Religionen gibt es. Komische Religionen gibt es, aber auch das hat alles Gründe. Die Sache ist hier, klassische Mathematik ist schwer in den Computer zu bringen. Konstruktive Mathematik ist viel besser, weil wenn du einen Existenzbeweis konstruktiv beweisen kannst, wenn du eine Existenzaussage konstruktiv beweisen kannst, kannst du gleich einen Algorithmus ablesen. Aber prädikative Beweise kannst du noch besser im Computer abtippen, weil du halt nicht Mengen hast. Also ja. Also die Pol ist ja alles klassisch und da machen wir ja Cantus Paradies im Prinzip. Mhm. Ist die Frage, ob die Beweise und die Programme irgendwas formal miteinander zu tun haben. Genau, ja. Das ist die Frage. Genau, also wir haben was leicht anders gemeint. Also Mathematik und Computer betreiben kann man in allen Systemen sehr gut. Braucht halt jemanden, der mal dieser Welt geschrieben hat und an das entsprechende logische System angepasst hat. Ne? Aber was ich gerade meinte, war aus einer Existenzbehauptung ein Computerprogramm zu extrahieren, was dann den Zeugen berechnet. Ja?
Und das ist bei klassischen Beweisen allgemein nicht möglich, weil die anfangen können mit angenommen, das konstruierte Objekt gibt es nicht, dann Widerspruch und dann habe ich aber immer noch keinen Anhaltspunkt dafür, dass ich das existiert. Ja, genau, das wäre dann das, genau, das, also in der konstruktiven Mathematik, dass es existiert, ist das, was man sonst es existiert effektiv nennt. Prädikativ ist halt nochmal die Übersetzung ein. Bitte? Auch noch was zu dieser Definition, die du jetzt hattest, ja. Mit die Schnittmenge aller Konvexen, die wir enthalten. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Sprache oder eine Umgebung auch hinbekommt, so mit zu arbeiten, aber ich vermute halt, dass das sehr, sehr schlecht performt oder dass man da sehr viel Energie genau. investieren ja. muss, bis es mal performt, wie genau. was konstruktiv ja, ist. Genau. Pol macht das. Genau. Das performt sehr gut. Ja, gut, aber du kannst es rechnen, ja nicht. Also diesen Schnitt, den tust du nicht ausführen. Du symbolische Logik. Symbolische Logik, da rechnest du nichts. Genau, aber Richard versucht das schon vorher von mir für mich um, bevor das passiert. Das Problem ist, also Leute, die mit Informatik groß geworden sind, also das betrifft fast alle hier im Raum, die können sich nicht vorstellen, dass man außerhalb von berechenbaren Dingen sinnvoll formal arbeiten kann. Das wussten die Alten noch, also Cantors Paradies ist so ein ganz klassisches Paradies, wo man nicht über Berechnung und nicht Effektivität reden muss. Solche Beschreibungen, dieser beliebige Schnitt, das ist eine ganz saubere, schöne, kantorische Sache. Ich meine, ja, genau. Da bringst du es ja als Beispiel für Kantors genau. Paradies. Und das machen wir in Polen genauso. Okay. Und dann schließt du halt den Beweis. Du erwartest nicht, dass dieses Ding irgendwie ausführbar ist. Genau. Du kannst dann einen Beweis machen, dass das anders darstellbar ist, als du vielleicht machen. Kommt nicht mehr dazu, aber weil ich keinen Kurs über komplexe Mengen halten wollte, aber. Genau, ich will das gerade nur mal laut sagen, was Markanus noch gesagt hat. Es gibt einen Unterschied, ob ich erwarte, dass ich mit dem Computer beweisen kann. Das kann ich, alle Cantor-Paradies-Sachen kann ich mit dem Computer machen. Oder ob ich erwarte, dass der Computer von selbst das da berechnet. Ja? Und dann habe ich Schwierigkeiten mit den primitiven Sachen. Also wenn ich dann konkret die Koordinaten haben möchte, sozusagen. Zum Beispiel, genau. Okay, und Russell und Whitehead, die haben einen Versuch unternommen, um die ganze Mathematik, die es damals also sogar sauber mal aufzuschreiben, auf absolut alles zu achten und das wirklich super präzise zu machen. Und ich habe euch hier eine Seite mitgebracht, es ist zu klein zum Lesen, aber hilft auch sowieso nicht, weil die Notation bestehen heute nur noch ganz wenige Leute. Auf Seite 362 in diesem Prinzipierbuch haben wir hier irgendwo eine Proposition und hier ist eine Anmerkung zu dieser Proposition, nämlich von dieser Proposition kann man dann zeigen, dass sobald wir arithmetische Addition definiert haben werden, dass 1 plus 1 gleich 2 ist. Also das ist auf Seite 362. Und sie haben das noch nicht mal gezeigt, sie haben nur hier schon mal eine Vorausschau gemacht auf später und vorne noch was anderes. Wie wurden die finanziert? Weiß ich nicht, waren Universitätsleute. Aber damals hat er noch mal richtig Zeit, sinnvolle Projekte zu machen. Zum ersten Mal im W3 in der ersten Astanast und Zeit für sowas. Ich bin mir relativ sicher, dass das früher noch nicht W3 C4 hieß es früher mal. Zu der Zeit. Ja. Später. Das war Ende des 18. Jahrhunderts, oder? Da hat man noch nicht so lästige Industrieprojekte anbei. Ja, das war hier so 1915, 1910 so die Zeit. Später im Buch, wo das wirklich auch bewiesen wird, dann 1 plus 1 gleich 2, wo nicht nur die Vorausschau passiert, ist noch eine zweite Bemerkung, nämlich dass diese Erkenntnis, dass 1 plus 1 2 sei, gelegentlich nützlich sei. Auch diese Behauptung wird untermauert, indem drei Referenzen angegeben sind an weitere Beweise im Laufe des Buches, wo nochmal, also wo die Beweise eingehen, dass 1 plus 1 gleich 2 ist. Ja? Also irgendwie eine witzige Sache. Ja, eine Frage. Ja. Also in meiner Vorstellung ist 2 definiert als 1 plus 1. Kannst du eine Idee davon geben, warum die 2 nicht als 1 definiert sind? Ja, ja, genau. Die grobe Idee ist folgende. Die Zahl 1 hier ist definiert als die Klasse aller Mengen, welche ein Element enthalten. Okay. Du musst das auf eine nicht zirkuläre Art und Weise formulieren, weil ich habe da 1 definiert und dabei 1 gesagt. Und die Zahl 2 ist definiert als die Klasse aller Mengen, welche 2 Elemente enthalten. Und Addition ist definiert als du tust alle Mengen, die in der einen Klasse sind und alle Mengen, die in der anderen Klasse sind, jeweils vereinigen. Das ist vereinigen. Und dann ist es ein Resultat. Und was sind die Axiome, von denen sie ausgehen? Weil man kann nicht auf dem Nichts bauen. Außer du überzeugst mich, dass es möglich ist. Ja, ich glaube, ich überzeuge dich, dass es möglich ist. Aus dem Nichts, was du schaffst. Also das war das erste von diesen.
Regierungsprojekt, was tatsächlich durchgeführt wurde. Damals hatte man keine Digitalrechte. Da musste man das per Hand dann, musste die Sekretärin das alles eintippen. Wenn man da irgendwas ändert, Change Management, Job Detection. Ja. Das ist nicht so leicht, ne? Dann kommen irgendwelche Typen und sagen, euer Ansatz ist völlig idiotisch. Ja. Das Buch hatte noch so ein bisschen eine traurige Geschichte. Also es ist wirklich ein ganz tolles Buch. Und man sollte es mal lesen, wenn man sich für die Sachen interessiert. Und es ist auch nicht so schwer, in die Notation reinzukommen. Allerdings, Russell selbst hat noch kurz vor der Drucklegung ein fundamentales Problem in dem logischen Rahmen von diesem Buch festgestellt. Also es war, er hat ein Paradoxon gefunden, was wir auch gleich besprechen werden. Und mit diesem Paradoxon kann man halt einen Widerspruch herleiten im Rahmen dieser Logik, die da erarbeitet wurde. Das heißt, streng genommen sind alle Seiten, die dort geschrieben wurden, für die Katz. Ja? Weil das halt innerhalb eines logischen Systems passierte, mit dem man einen Widerspruch folgern kann. Und aus dem Widerspruch kann man dann sowieso jede beliebige Behauptung ableiten. In Wahrheit ist das Buch trotzdem nicht für die Katz, weil man kann das eben retten, indem man das logische System ändert. Ja? Aber das ursprüngliche Ziel, was die beiden Autoren verfolgt haben, also einmal den widerspruchsfreien Aufbau der Zahlentheorie zu machen, das haben sie nicht erfüllt. Und Russell selbst hat eben auch das Problem bemerkt. Also wirklich nicht so einfach. Was hat Russell gemacht? Also er hat sich, nachdem er die Russellsche Atomie gefunden hat, die eben prinzipiell ein Vakuum ins Wanken bringt, hat er sich noch alle möglichen anderen Paradoxe angeschaut und versucht, den gemeinsamen Kern von denen herauszuarbeiten, um zu sehen, wie man eben die logischen Grundlagen verändern muss, sodass diese Paradoxe nicht mehr möglich sind. Okay, und ich will euch vielleicht zwei dieser Paradoxa vorstellen. Vielleicht das erste und das dritte. Ja. Das Paradoxon von Richard ist auch nicht so super bekannt. Beim Paradoxon von Richard gibt es folgenden Ausgangspunkt. Und zwar, man beobachtet, dass manche deutsche Sätze eine Zahl definieren und andere nicht. Zum Beispiel, wenn ich sage, 4 plus 12, das ist ein deutscher Satz, ja, kurze Zeichenfolge von deutschen Sachen, dann definiert das irgendeine natürliche Zahl, die man auch ausrechnen könnte. Ja. Wenn ich dagegen sage, der Kaiser von England, dann definiert das keine natürliche Zahl. Ja. Also, manche, oder auch keine reelle Zahl. Ja. Manche deutsche Sätze definieren eine Zahl, andere nicht. Das ist eine einfache Erkenntnis, nichts Schweres. Jetzt könnte man doch ein unendliches Wörterbuch anstellen, wo einfach alle deutschen Sätze aufgeführt sind. Und zwar sortiert. Beginnt bei den kürzesten Sätzen und dann immer länger werdend und innerhalb von Sätzen gleicher Länge alphabetisch sortiert. Hat man also ein unendlich langes Buch und da stehen alle denkbaren Sätze drin. Viele von denen werden einfach Syntaxfehler sein oder Grammatikfehler und viele von denen werden keine Zahlen definieren. Aber wenn man die alle rausstreicht, hat man noch eine geordnete Liste von allen Zahlen, die man im Deutschen definieren kann. So, die geht von folgender Beobachtung aus. Die Großbeobachtung ist, wie kann man eigentlich Mengen konstruieren? Mengen kann man so konstruieren, dass man einfach deren Elemente annimmt. So, als haben wir eine Menge konstruiert, die drei Elemente enthält. Kein Problem. Man kann auch die leere Menge konstruieren oder andere Mengen konstruieren. Ja? Aber so die Hauptmethode der Menge konstruieren ist durch Mengenkomprehension. Hier wunderbar bekannt unter dem Namen Listenkomprehension. Wir können zum Beispiel die Menge aller x bilden, sodass x gerade ist. Das wäre jetzt dann die Menge aller geraden Zahlen. Oder wir könnten die Menge aller x nehmen, sodass x plus 5 kleiner 3 ist. Ja? Oder allgemeiner, wenn wir eine Aussage p von x haben, Aussage, die von x abhängt, so, dann können wir eine Menge konstruieren, nämlich die Menge aller x, wo diese Aussage erfüllt ist. Wenn p von x zum Beispiel die Aussage wäre, x ist ein Apfel, dann wäre diese Menge, die wir gerade definiert haben, die Menge aller Äpfel. Ja. Diese Menge hier hat übrigens noch einen Namen, das ist die sogenannte Extension von p. Ja. Ausdehnung von P. Wir sind von der Aussage P übergegangen zu der Menge aller Objekte, die diese Aussage erfüllen. Gut. Und eines der schönen Sachen an naiver Mengenlehre ist eben, dass man aus jeder Aussage
eine Menge bilden kann. Indem man einfach die Menge der X betrachtet, wo die Aussage stimmt. Und Russell hat gezeigt, dass diese super einfache, grundlegende Erkenntnisempfindung über Mengenlehre nicht haltbar ist. Und das hat er gemacht, indem er Folgendes sich angeschaut hat. Danke sehr. Alles klar. Er hat sich diese Menge hier angeschaut. Ich muss ein bisschen erklären, was da steht. Also, manche Mengen enthalten sich selbst. Andere Mengen enthalten nicht sich selbst. Die meisten Mengen enthalten nicht sich selbst. Ja, wenn ich einen Einkaufsbeutel habe, dann ist im Einkaufsbeutel ein Apfel drin und so weiter und so fort. Müsli auch ganz wichtig. Aber in dem Einkaufsbeutel ist nicht nochmal der Einkaufsbeutel drin. Ja? Aber in der Wartapotheke ist das schon vorstellbar, dass es Mengen gibt, die sich selbst enthalten. Ja? Deshalb so ein bisschen mit einem Schleifer, ist in Ordnung. Und was Russell jetzt betrachtet hat, ist folgende Menge. Die Menge all der Mengen x, welche nicht Element von sich selbst sind. Das ist die Latische Notation für kein Element von. Wenn das jetzt in Isabel gewesen wäre, hätte das gleich toll gerendert geworden. Ja. Also das ist die Menge all der x, welche nicht in sich selbst enthalten sind. Okay, und dieser Menge können wir auch einen Namen geben, das ist dann R. Ja? Und jetzt können wir uns mal fragen, ob R in R liegt. Ist R ein Element von R? Okay, wenn wir überprüfen wollen, ob R in R liegt, müssen wir schauen, ob groß R diese Bedingung hier erfüllt, statt x groß R geschrieben. Und dann sehen wir, R liegt genau dann in R, wenn es diese Bedingung erfüllt, wenn also R nicht in R liegt. Das heißt, links steht irgendeine Aussage, keine Ahnung, ob die stimmt oder nicht, aber rechts steht das Gegenteil von der Aussage links. Und wir haben jetzt gesehen, dass die beiden Aussagen gleichbedeutend sind. Eine Aussage kann nicht gleichbedeutend sein zu ihrer Negation. Das heißt, wir haben einen Widerspruch und bleiben. Was das hier zeigt ist, wir haben nur eine Sache falsch gemacht, nur ganz am Anfang. Was das hier zeigt ist, das Prinzip der uneingeschränkten Mengenkomprehension ist nicht haltbar. Wenn man eine Aussage hat, kann man nicht dazu betrachten, die Menge aller x, wo die Aussage erfüllt ist. Obwohl das was ganz, ganz naheliegendes ist. Eine Sache will ich hier gerade anmerken, bevor wir tiefer darüber nachdenken, nämlich ich will verweisen auf den Vortrag von Makarius. Ich habe hier nämlich gerade aufgehört und habe gesagt, das ist offenbar ein Widerspruch. Ja? Wenn ihr noch sehen wollt, warum das wirklich ein Widerspruch ist, wie man daraus aus der letzten Zeile nicht nur anschaulich sieht, dass es Quatsch ist, sondern wie man wirklich einen Widerspruch herleitet, dann schaut euch nochmal ein früheres Video von Makarius an, wo er das wirklich bis zum Ende ausgelegt hat. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man das mal sieht. Dass man hier nicht aufhört. In Anfängen und Vorlesungen hört man hier mal auf, aber es geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Konzeptionell ist es schöner als Raster und Weiter. Mich würde interessieren, wie der Herr Raster das dann verstanden hat. Das ist vielleicht auch noch was. Oder auf der Mailingliste. Dann Raposten, ja genau. Das hat mich auch interessiert, das finde ich nochmal raus. Ja. Konzeptionell, also nach ja. Kam jetzt 120 Jahre oder so, ja. 100 Jahre später. Ja. Wir können auch so ein Symposium abhalten, wie 100 Jahre nach Einsteins Thema. Finde ich gut. Erstmal mit Language Extension in Phenotypes, aber das nicht, also wie RAT von der RAT sich zu ursprünglich unterscheidet, das ist ganz einfach, weil muss man nur ein Physikbuch nehmen, ja. Dann weiß man, wie die Mathematik funktioniert. See what I did there. Okay, Russell Anatomie, ist die verständlich? Sonst bitte nachfragen. Die gibt es auch noch in einer Praxis, glaube ich, Beschreibung. Genau, eine erzähle ich euch, vielleicht ist es dieselbe, die du vorgeschlagen hast. Es gibt einen tollen Trick, wie man die Russell-Antonymie an Linguisten verkaufen kann. Ja? Die nichts von Mathe verstehen wollen. Deshalb hieß es, weil es gibt ganz viele Linguisten, die sich sehr für Mathematik interessieren. Schaut euch zum Beispiel die Doktorarbeit an von Chan-Chi Chan, der versucht, mit Monaden und Continuations natürliche Sprachen zu modellieren. Okay, aber andere Linguisten, die nicht so viel von Mathe halten, denen kann man wie folgt die Russell-Antonymie verkaufen. Manche Adjektive treffen auf sich selbst zu, zum Beispiel kurz. Kurz ist selbst ein kurzes Wort. Solche Adjektive wollen wir autonom nennen. Andere Adjektive treffen nicht auf sich selbst, zum Beispiel lang. Lang ist selbst kein langes Wort. Solche Wörter wollen wir heterolog nennen. Frage, ist heterolog heterolog? Wenn es heterolog wäre, würde es nichts auf sich selbst treffen. Das heißt, es wäre autolog. Aber damit wäre es heterolog. Und andersrum. Ja, das ist genau derselbe Widerspruch.
Was war dein Beispiel? Mein Beispiel war von dem Dorf, welches ein Barbier hat. Mhm. Und dieser Barbier rasiert alle, die sich nicht selbst rasieren. Und dann war die Frage, ob der Barbier sich selbst rasiert oder nicht. Genau. Und hier Pinocchio, dessen Nase wächst er genau dann, wenn er übt. Und jetzt spricht er gerade aus, meine Nase wird jetzt wachsen. Ist wieder genau dasselbe. Ja. Okay, und was ist also all diesen Paradoxen gemein? Eine gewisse schlechte Art von Selbstbezüglichkeit. Und um jetzt ein konsistentes, logisches Fundament zu schaffen, wo man diese Paradoxe nicht formulieren kann, dazu gibt es verschiedene Vorschläge. Und die zwei wichtigsten sind Mengenlehre und Typik. Da gleich eine Bemerkung vorab. Man weiß bis heute nicht, dass diese Vorschläge, die man da gemacht hat, wirklich konsistent sind. Man kennt zum derzeitigen Stand kein Paradoxon mehr, was noch in diesen Fundierungen funktionieren würde. Aber man hat auch noch keinen Konsistenzbeweis erbringen können. Es gibt auch ein paar Argumente, dass man das niemals schaffen würde, dass das metamathematische Fragen sind. Andere Argumente, dass es normale Fragen sind. Wie auch immer, wir glauben, dass die jetzigen eingesetzten Fundierungssysteme konsistent sind. Aber einen Beweis davon gibt es nicht. Nur starke Indizien, weil man seit hunderten Jahren nach Paradoxe Ausschau hält und man hat dann keine gefunden mehr. Was wir jetzt gleich machen werden, ist. Ja, wir machen jetzt erstmal Mengenlehre und dann noch Mengenlehre. Okay. Der Ausgangspunkt von Mengenlehre ist folgendes Credo: Alles ist eine Menge. Die einfachste Menge, die es gibt, ist die leere Menge. Und die leere Menge, dafür können wir noch ein anderes Symbol einführen, nämlich die Zahl 0. Wir definieren, 0 ist die leere Menge. Und jetzt haben wir gerade an, quasi Prof.'s Frage von vorhin zu beantworten. Die Frage ist, kann man aus nichts was schaffen? Und das haben wir jetzt gerade schon angefangen, weil wir haben tatsächlich die Zahl 0 geschaffen. 0 ist die leere Menge. Wir definieren jetzt die Zahl 1. Und zwar definieren wir die Zahl 1 als diejenige Menge, welche die Zahl 0 enthält. Die Zahl 0 haben wir eben gerade definiert. Das heißt, das ist jetzt eine Menge, welche die leere Menge enthält. Und wenn wir das geschafft haben, können wir die Zahl 2 definieren. Dann haben wir ein Axiom, alles eine Menge. Ja, wobei das ist ja noch in Deutsch formuliert und nicht kein logisches Axiom. Aber das ist ein Credo, kein Axiom. Das ist ein Paradigma. Genau. Also eine Art das sind Dinge. Eine Art von Dingen, genau. Nicht genau. Die Volksform. Mengenlehre ist so gesehen ein Spezialfall von Typtheorie, so wie auch Perl eine statisch getypte Sprache ist. Perl hat halt aber nur vier verschiedene Typen, Skalar, Array, Hash und Code-Referenz meinetwegen. Und in Wahrheit noch Glob, ne? Aber ein Package, glaube ich. Freihändel ja auch. Es hat nur einen Typen, aber der ist halt in einem Summetypen. Genau, ja. Wir definieren die Zahl 2 als die Menge, welche die vorher definierten Zahlen 0 und 1 enthält. Also das ist jetzt wieder so eine Menge, wo ganz viele geschweifte Klammern auf und zu gehen dazwischen. Ja? Also so kann man immer weitermachen und so kann man jede einzelne natürliche Zahl definieren. Und das ist durchaus auch irgendwie elegant, wie das geht. Ja? Man beginnt mit einer leeren Menge, irgendwie mit gar nichts, aber nicht mit gar nichts, sondern mit einer leeren Einkaufstüte. Das ist ein Stückchen mehr als gar nichts. Man beginnt mit der Kraft, neue Mengen zu konstruieren. Und dann können wir alle natürlichen Zahlen bauen. Was wir auch machen können, ist Paare konstruieren. X, Y, das soll das geordnete Tupel sein, wo es auf die Reihenfolge wirklich ankommt, anders als bei einer Menge. Und es war so ein bisschen die Frage, ob man auch das in Mengenlehre machen kann. Man sollte es können, weil sonst taugt Mengenlehre nicht als Fundierung. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine ist die Kuratowski-Paarung. Man steckt das so komisch verschachtelt in Mengen, genau wie es da dran steht. Und dann kann man sich überlegen, dass diese Definition alles erfüllt, was man von der Tupelbildung erwartet. Zum Beispiel eben, dass das Tupel xy nicht dasselbe ist wie das Tupel y, x. Es sei denn, gerade x und y sind selbst schon gleich. Ja. Man kann auch Dreiertupel definieren, einfach indem man hinten nochmal ein verschachteltes Tupel baut. Und man kann definieren, was Abbildungen sind. Abbildungen sind Tupel, bestehend aus einer Definitionsmenge, einer Zielmenge und einer Relation R. Und gerade irgendwie im ersten Semester Informatik beschäftigt man sich lange mit links eindeutig, rechts total und so weiter. Und definiert hier die verschiedenen Additive, die man braucht, um wirklich auf Abbildungen zu kommen, statt allgemeinere Sachen. Das hier soll nur zeigen, dass man also ausgehend von der leeren Menge und den mengenleeren Axiomen alles Mögliche bauen kann, was man mit der Mathematik so braucht. Zahlen, Abbildungen und dann alles, was dazu gehört.
im Hinterkopf behalten, damit es alles nicht mehr eine Evening-Lehre ist, sondern eine, die hoffentlich keinen Widerspruch hat, muss man das Mengenkomprehensionsprinzip einschränken. Man kann nicht beliebig Objekte zu einer Menge zusammenfassen. Und jetzt gibt es aber auch Schwierigkeiten bei der Mengenlehre. Mengenlehre ist völlig okay als Fundierung. Also sie leistet das, was man sich eventuell von ihr hofft, aber es gibt trotzdem Meta-Argumente gegen Mengenlehre. Das Größte aus meiner Sicht ist, dass die mengentheoretischen Grundlagen nicht die typisierte mathematische Praxis widerspiegeln. Das Problem ist folgendes. In Mengenlehre ist alles eine Menge. Und ich kann mir daher von je zwei Objekten kann ich mich fragen, je zwei Objekte sind Mengen, ob die eine Menge in der anderen Menge enthalten ist. Das geht in Mengenlehre. Das ist nur meistens nicht so sinnvoll. Also zum Beispiel haben wir gerade die natürlichen Zahlen definiert. Und ich könnte auch jetzt irgendwie Gruppen definieren oder die reellen Zahlen. Und dann kann ich mich zum Beispiel fragen, ob die Zahl 2 ein Element der Zahl Pi ist. Ich meine nicht, ob sie kleiner ist, sondern ob die Zahl 2, welche irgendeine komplizierte Menge ist, ein Element von der Zahl Pi ist, welche eine andere komplizierte Menge ist. Das kann ich mich fragen und diese Frage hat eine definitive Ja- oder Nein-Antwort in mir gegeben. Es ist nur eine völlig banale Frage, eine Frage, die man als Mathematiker nicht stellen würde, weil man sich die Zahl nicht als Mengen vorstellt. Ja? Also welche Elemente sollte die Zahl Pi haben? Es geht sogar noch schlimmer, das ist der zweite Punkt hier. Und zwar die Antwort auf diese Frage, ist 2 ein Element von Pi, hängt von den gewählten Kodierungen ab. Wir haben hier die natürlichen Zahlen auf eine gewisse Art und Weise definiert. Und man könnte auch noch die reellen Zahlen auf eine gewisse Art und Weise definieren. Habe ich jetzt nur nicht auf der Folie gemacht. Das Problem ist nur, es gibt mehrere Möglichkeiten, die natürlichen Zahlen zu definieren. Und mehrere Möglichkeiten, die reellen Zahlen zu definieren. Aus dem Stand fallen mir 4 oder 5 ein. Ja. Die führen dann zu genauso guten reellen Zahlen, mit denen man alles machen kann, was man so machen möchte in reellen Zahlen. Aber die mengentheoretische Umsetzung ist immer eine andere. Und wenn ich jetzt frage, ob 2 Element von Pi ist, hängt die Antwort also von der Implementierung, wie die reellen Zahlen und wie die natürlichen Zahlen implementiert wurden. Und je nachdem wird die Ja oder Nein sein. Es ist also keine intrinsisch sinnvolle Frage. Es ist eine Frage nach Implementierungsprozess. Und das ist eben ein Argument, warum Mengenlehre nicht so super angebracht ist als Fundierung, weil es erlaubt mir, Fragen zu stellen, die ich eigentlich verboten haben möchte. Larry Paulson hat ja Isabel Zittel von Isabel Null als angefangen vor 20 Jahren. Und da gibt es also im Manual eine schöne Erklärung. Da war ZF sogar größer als Null. Und dann ist im Vorspann, wenn man jetzt List besser findet als im L, soll man ZF nehmen. Und wenn man im L besser findet, das ist genau die gleiche Dichotomie, nennt sich das, glaube ich. Wenn du die List war, die ja. Type. Interessanterweise, also USA sind ja eher untypisiert, die müssten dann also auf Mengenlehre abfahren und die eher auf eine Typtheorie. Ich habe so ein bisschen auch den Eindruck, dass es stimmt, aber bin eigentlich nicht qualifiziert, um eine Aussage dazu zu machen. Die Ostküste ist eine Ausnahme, das heißt, diese Koch-Anwender, der Wolfgangs die Ostküste. Aber kulturell gesehen, die verwenden auch noch ältere Notationen in der Logik. Also Europa hat typisierte Logik. Wir haben halt bei Ruhl einfach. Der letzte Nachteil von Mengenlehre ist noch kein Nachteil für Menschen, aber ein Nachteil für Computer und damit vielleicht indirekt für Menschen. Und zwar um wirklich dann interessante Mathematik zu betreiben, Mathematik der Forschung, ja, die Utopietheorie oder sowas, braucht man recht lange, bis das in Mengenlehre einfach mal aufgesetzt ist. Man muss erstmal die natürlichen Zahlen definieren, dann die reellen Zahlen. Dann definieren, was eine Mannigfaltigkeit ist, dann definieren, was eine Grenzklassformalität ist und so weiter und so fort. Und braucht viele Schichten, bis man irgendwann mal überhaupt mal angelangt ist, die Fragen formulieren zu können, die sich Forschungsmathematiker momentan stellen. Für einen Menschen ist das nicht so schlimm, weil der lernt das halt im Studium. Ja. Aber für einen Computer ist es doof, weil wenn ich damit jetzt computerbasierte Beweise betreiben will, ja, dann habe ich den ganzen mengentheoretischen Ballast die ganze Zeit. Man muss da immer irgendwie tief in Schichten schauen. Und das macht nicht so viel Spaß. Und das ist einer der Gründe, warum auch viele Leute sehr aufgeregt sind auf die Multiple-Typ-Theorie. Weil da kann ich zumindest manche Gebiete der Mathematik sofort anfangen in Logik. Ich muss nichts mehr aufsetzen. Ich habe einfach nur die Logik und kann sofort starten, Forschungsmathematik zu betreiben. Also
da sind so zwei Aspekte gemischt. Also du unterstellst eine sehr starke Typtheorie, die du ja nachher erklärst. Ja, genau, ja. Und Kuhl ist ja die einfachst denkbare Typtheorie, die ist auch Simple Theory und Types im Papier. Ja. Und da hat man starke Typisierung mit einem sehr einfachen Typsystem, einer sehr einfachen Grundlage. Da ist fast nichts vorgegeben. Da muss man dann die natürlichen Zahlen auch erst definieren, ja, die reellen Zahlen und so weiter. Und das haben wir ja in Kuhl die letzten paar Jahrzehnte gemacht. Wenn ich jetzt Koch oder was hernehme, wo man von Anfang an sehr viel hat, muss ich trotzdem Sachen drauf aufbauen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wer schneller vorankommt zu den wirklich interessanten Anwendungen. Und das ist immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das ist keine klare Entscheidung. Also da können wir in 20 Jahren nochmal schauen. Ich bin immer erstaunt, wie viel Material wir in Ruhe haben. Koch, ja, haben die wahrscheinlich auch sehr viel Material. Also ab einer bestimmten Stelle ist die Fundierung, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Die Fundierung ist sehr wichtig, aber der Abstand von der, du hast jetzt gesagt, also die Typtheorie gibt einen leichten höheren Start. Ja, genau. Ja. Dabei, also kannst du im Kuhl halt klassisch im System schneller dich fortbewegen. Mhm. Aber da kommen wir wahrscheinlich später noch hin, also zur Modellierung von mathematischen Konzepten. Ja, ein bisschen. Aber ich glaube, einer der Punkte ist doch auch, dass wenn ich alles auf Mengen mit zusammen stattfindet, dass ich dann, dass also ein höherwertiges Konzept dann eben genau wieder auch einfach nur eine Menge ist. Und dann halt eben eine sehr, sehr komplexe Menge. Und wenn ich anfangen will, Automatisierung zu machen auf dem Computer, dann ist das halt, riesige Objekte, mit denen ich mich halt. Naja, also du musst dann da so Typisierungsbeweise machen. Du hast so ein Lisp-Bart, so ein Lisp-Plump, das macht der Larry. Der macht ein Modell von Bohl in ZF. Das ist eine kleine Sache, das ist Besonderes. Er macht auch ein Modell von ZF in ZF. Also das sind viele interessante Sachen, aber wenn du beweist, musst du dann Typisierungsbeweise machen. Du musst beweisen, dass das jetzt eine natürliche Zahl ist, statt dass es syntaktisch klar ist, dass es eine natürliche Zahl ist. Das macht den Unterschied. Also die statische Typisierung ist einfach ein Vorteil. Das ist nicht einfach nur eine Abstraktion. Also, weil man kann ja aus seinem ungetypten Lisp wieder eine getypte Sprache bauen. Naja, aber das zu reparieren, musst du sehr viel draufsetzen. Hast du ein Lisp gesehen, was es gibt so Zusätze, wo man dann ein bisschen Typinferenz macht. Wir lang versuchen das noch. Es gibt auch in Nix einen anderen Dialekt, der ist ja auch wieder in Nix implementiert. Also wir hatten das vor 10 Jahren stärker offen, diese Diskussion, dass man sagt, können wir nicht Mengenlehre mit dem Typsystem versehen. Man muss halt ab einer bestimmten Ebene ausschließen, dass man diese grundlegenden Operationen noch macht. Irgendwann muss man halt sagen, so, jetzt machen. Es geht nur noch was wohl ein Typ ist und nicht mehr das, was nicht wohl ist. Also macht man das in Mathematik zum Beispiel, wenn man Sachen axiomatisch, also Welle zusammen zum Beispiel, was axiomatisch definiert, ohne zuzugreifen darauf, dass es komische Folgen sind. Ja. Also so, was man im Interface definiert. Eine abstrakte Struktur. Aber keine Klasse verwendet. Genauso ist es ja völliger Humbug, dass du einerseits sagen kannst, das ist eine Unterklasse von dem, dieser Typ ist irgendwie Subtype von dem Typ und in der nächsten Zeile kannst du sagen, I ist plus 1. So ungefähr. Also das sind zwei, das eine ist Maschinenlogik, das andere ist ultrahohe, dass man irgendwann einen Cut hat, wo man das I plus 1 nicht mehr sagen kann, damit man sich nicht vertun kann, aus Versehen. Ich sehe großer Tendenz auch zu, das ist eine historische Entwicklung gewesen. Damals hatten wir nicht einmal Syntax, die haben wir dann da. Die wussten nicht, was ein Parsebaum ist und was abstrakte Syntax ist. Die wussten nicht, was Typen sind. Ja. Also historisch ist das verständlich. Ja. Und dann ist halt die Frage, was man da Besseres macht. Ja. Ja. Also wenn ihr euch wirklich mal die Originalliteratur anschaut, dann ist es auch so ein bisschen krass, ja, weil viele der großen Neuerungen, die dann damals aufkamen im Typsystem, und die quasi sehr, sehr konfliktträchtig waren, das ist für uns heutzutage einfach im Denken drin. Ja? Wir haben Vertrautheit mit statisch getypten Sprachen und uns fällt kaum noch was anderes ein, wie man es denn nicht anders machen könnte. Ja? Aber das war eine lange Entwicklung, dass man überhaupt so was, dass zum Beispiel das Konzept von einem Parsen hat. Ja? Das ist eine Ansammlung von Formeln, dass zu der gehört ein abstrakter Syntaxbaum. Und dass der eigentlich wichtiger ist zum Beispiel als. Also 1 plus 1 gleich 2, da denken wir gleich an Parse-Tree, die hat dann alle Zeichenkette auf der Tafel. Und interessanterweise, ich habe vorhin in Scala ja irgendwas mit A plus geschrieben. Und das war dann interessanterweise syntaktisch wieder wohlgefolgt, also Scala hat einen Rückschritt klar definierter Parse-Tree ist. Bevor wir die Mengenlehre verlassen jetzt und zur Typtheorie kommen, will ich nur noch sagen, wie
in moderner Mengenlehre hier diese Russellsche Antonymie aufgelöst wird. Das klingt auch schon mal diverse Male an bei anderen Vorträgen. Und zwar kann man das hier schon bilden, aber das ist halt eine Klasse und keine Menge. Und das hier ist eine Abkürzung, das ist Abkürzung für x Menge mit der und der Eigenschaft. Kannst du so ein bisschen hochscrollen oder auf die Seite? Ja, genau, sorry. Also in moderner Mengenlehre, Zylinder Frenkel zum Beispiel, ja, kann ich das hier hinschreiben. Ich kann die Klasse aller Mengen konstruieren, welche sich nicht selbst enthalten. Hast du noch Mengen rechts haben? Irgendwie das x weg oder so? Ich bin, ja. Nö, also x ist... Ja, kann ich auch. Ich kann es so machen, ja, genau. X ist eine Menge und. So ist vielleicht besser. Ah. Ja? Ich kann immer nur Mengen aufsammeln. Ja? Und kommt dann in die Klasse. Und alles, was nicht geht, kommt einfach nicht. Und genau, richtig. Alles genau. Und wie wird der Widerspruch verhindert? Der Widerspruch wird dadurch verhindert, dass ich den jetzt nicht mehr schreiben kann, weil links vor dem In-Symbol, vor dem Elementzeichen, muss eine Menge stehen. Aber R ist eine Klasse. Und deswegen kann ich das überhaupt nicht hinschreiben. Ich kann auch die rechte Seite nicht hinschreiben. Deswegen kann ich das alles nicht hinschreiben und deswegen habe ich einen Widerspruch. Also das ist schon wieder so ein bisschen typisiert und dann nicht einbrettet. Ja. Man muss einen Beweis machen, dass das eine Menge ist. Genau, wenn man das hinschreiben wollen würde, ist man vorher beweisen, dass diese Klasse durch eine Menge gegeben werden kann. Und das geht nicht, weil angenommen, es könnte durch eine Menge gegeben werden, dann könnte ich das hier machen und hätte einen Widerspruch. Ja. Das ist eine sogenannte echte Klasse, eine Klasse, welche keine Menge ist. Ich habe übrigens zum Begriff Klasse noch einen schönen Alternativbegriff gelernt, von einem ganz tollen Philosophen, der auch tätig ist, nämlich Ludwig Neidhardt. Seine Diplomarbeit war zur Hälfte Mathe, zur Hälfte Philosophie. Und er nennt diese echten Klassen Unmengen. Unmengen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Aber gibt es dann da auch noch ein Power? Also kann man dann auch das gleiche, also wenn jetzt hier eine Definition...